Hallo und willkommen bei Prepper Fox. Beim Survival ist es doch besser, als einsamer Wolf oder Einzelkämpfer unterwegs zu sein. Oder macht es vielleicht Sinn, besser in einer Gruppe zu sein? Mehr dazu nach dem Intro. Wenn man in die Prepperkreise schaut, dann findet man immer wieder das Konzept vom einsamen Wolf und einsamen Einzelkämpfer, der irgendeine Survival-Situation überstehen kann. Vielleicht sind wir hier auch etwas von Hollywood geprägt und denken dabei an Rambo oder auch an Dokuserien wie Ausgesetzt in der Wildnis mit Bear Grylls. Aber ich glaube, mit dem realen Leben oder mit realen Survival-Situationen kann man das nicht ganz so vergleichen. Wir sind alle keine Rambos und keine Bear Grylls-Typen, die irgendwo im Wald dann alleine leicht überleben können. Aber es gibt schon gewisse Vorteile, wenn man sich in einer Survival-Situation auch alleine befindet. Der erste große Vorteil, den ich sehe, ist, man hat kein Problem damit, dass man anderen Leuten nicht vertraut, weil es eben keine anderen Leute rundherum gibt. Also muss man auch nur für sich selbst Verantwortung übernehmen. Das kann ein Vorteil sein. Was auch ein Vorteil ist, ist, dass man seine Ressourcen nicht teilen muss. Das heißt, alles, was man in dem Moment dabei hat, im Fluchtrucksack oder an einer Bugout-Location, kann man für sich selbst einsetzen und muss es nicht mit anderen Menschen teilen. Und auch unterschiedliche Ressourcen, also wenn einer mehr hat und der andere weniger, keinen Neid erzeugt. Das sehe ich auch als Vorteil, wenn man allein ist. Einen Vorteil sehe ich auch, dass es alleine keinen Machtmissbrauch gibt. In einer Gruppe gibt es immer wieder Individuen, die sich dann als Anführer fühlen und Entscheidungen treffen wollen und auch über andere hinweg. Das Problem habe ich alleine natürlich nicht. Hier brauche ich nur für mich selbst Entscheidungen treffen und muss auch diese nur für mich selbst verantworten. Wenn wir schon bei Machtmissbrauch sind, kann ich sicher auch erwähnen, dass es nicht unbedingt ein Nachteil sein muss, wenn jemand in einer Gruppe die Führung übernimmt. Solange er sinnvolle und vielleicht sogar lebensrettende Entscheidungen trifft für die Gruppe und alle damit einverstanden sind, kann das auch ein Vorteil sein. Ein Nachteil, den ich in der Gruppe auch sehe, ist, dass es Streitigkeiten gibt unter Menschen. Vor allem dann in Ausnahme- oder Extremsituationen, wo wirklich lebenswichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, wird es definitiv Streitereien geben. Und das kann mitunter auch gefährlich werden, wenn zum Beispiel kein Gesetz mehr greift und man für seine Handlungen nicht mehr verantwortlich gemacht werden kann, dann wer weiß, was da alles passiert. Ein großes Risiko in einer Gruppe sehe ich auch immer, dass dann viele vielleicht Angst bekommen, dass die Ressourcen, also Wasser oder Nahrung, nicht für alle reichen könnten. Und auch hier ist schwer abzuschätzen, wie weit dann Menschen wirklich gehen, wenn sie totale Angst haben oder ja, sich ums Leben fürchten, weil sie nichts zu trinken oder zu essen haben. Auf wirkliche Extreme, also Kannibalismus und solche Dinge, möchte ich jetzt eigentlich gar nicht eingehen, weil mir das selbst eine Gänsehaut verursacht. Aber ja, man kann nicht abstreiten, dass es auch sowas schon gegeben hat, in Gruppen, die ums Überleben gekämpft haben. Alleine zu sein hat aber dann auch gravierende Nachteile. Und das bringt mich zu den Vorteilen einer Gruppe. Welche Vorteile habe ich nun? Einer ist klar, es gibt andere Menschen. Das heißt, ich habe etwas Psychisches, das mir weiterhilft, weil kein Mensch eigentlich gerne alleine ist. Sicher gibt es irgendwo Leute, die als Einsiedler gerne leben und von anderen Menschen nichts wissen wollen. Aber grundsätzlich sind wir Menschen so programmiert, dass wir andere Leute brauchen. Wir reden gerne, wir hören gern zu. Und auch in einer Survival-Situation, wo alle Menschen gestresst sind und in Not, wird das gerade noch wichtiger sein. Ein weiterer Vorteil in der Gruppe ist, dass jeder irgendetwas kann oder auch jeder irgendetwas weiß. Und gemeinsam sind wir stark. Dieser Spruch kommt nicht von irgendwo. Also können in der Gruppe bessere Entscheidungen getroffen werden. Es kann mehr Fachwissen zusammenlaufen an einem Punkt. Und auch bei größeren Anstrengungen oder Bauten ist man mit mehr Leuten definitiv im Vorteil.
Wenn man das Thema Wissen in einer Gruppe und in Bezug auf Survival näher betrachtet, dann sollte man darüber nachdenken, wenn man in einer Survival-Situation landet und irgendwo in eine Gruppe kommt, wie gut das sein würde, wenn dort vielleicht ein Soldat dabei wäre, vielleicht sogar ein Arzt oder ein Jäger oder jemand, der sich mit Pflanzen auskennt. Also da braucht man nicht lange drüber nachzudenken, dass das ein absoluter Vorteil sein wird. Ein Vorteil, wenn man mehrere Leute um sich hat, ist, dass man Aufgaben auch aufteilen kann. Es kann ja mal sein, dass eine Gruppe schlafen möchte, dann kann die andere Gruppe Wache halten. Oder eine Gruppe kann Brennholz sammeln, die andere kann sich um Nahrung kümmern. Diesen Vorteil hat man alleine definitiv nicht. Einer der größten Vorteile in der Gruppe, den ich sehe, ist das Aufteilen von Ressourcen. Wenn sich 10 Leute in der Gruppe befinden, dann brauche ich nicht 10 Äxte und 10 Messer und 10 Feuerstähle, sondern kann die Ressourcen und das Werkzeug und alles aufteilen. Der Vorteil auch in einer Fluchtsituation ist, dass dann jeder nicht nur einen Teil tragen muss. Ich als Einzelperson, wenn ich in den Wald flüchte, muss wirklich alles mitnehmen und habe folgedessen einen dementsprechend schweren Rucksack hinten dran. Einen großen Vorteil, den ich auch noch sehe in der Gruppe, ist, dass es mehrere Leute gibt, die vielleicht unangenehme Dinge übernehmen würden. Also das Töten eines Tieres vielleicht oder in der Selbstverteidigungssituation gegen eine andere Gruppe oder andere Menschen. Vielleicht gibt es hier Leute, die das eher sich zutrauen und machen würden als andere. Und das ist dann in der Gruppe sicher ein Vorteil für die, die es nicht machen wollen. Zum Schluss komme ich noch auf einen der größten Vorteile, die ich in einer Gruppe sehe. Und das ist Schutz und Verteidigung. Eine Gruppe läuft aus meiner Sicht immer weniger Gefahr, angegriffen zu werden als eine Einzelperson. Und spielt jetzt auch keine Rolle, ob es dabei um einen tierischen oder einen menschlichen Angreifer sich handelt. Daher sehe ich das als einen der größten Vorteile. Das mag jetzt komisch klingen. Als ich meine Krisenvorsorge und Prepping gestartet habe, habe ich das Ganze auch eher für mich selbst behalten und auch bei der Ausrüstung in erster Linie an mich selbst gedacht. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich meine Angehörigen, meine Lebensgefährtin, meine Familie, meine Freunde nicht mit diesem Thema belasten wollte, weil man sich eben auch mit relativ schwarzen Szenarien und schlimmen Szenarien auseinandersetzen muss. Als weiterer Grund ist auch, dass die Prepper-Szene und Leute, die Krisenvorsorge betreiben, doch immer noch etwas schief angeschaut werden und das Ganze wird oft in Frage gestellt. Also ist hier der stressfreiere Weg, das einfach für sich selbst zu machen, und dann geht man auch hier in Richtung einsamer Wolf und Einzelkämpfer. Mittlerweile habe ich das Ganze aber geändert und ich habe auch gesehen über YouTube und über meinen Blog und über Facebook-Gruppen, dass es doch sehr viele Leute gibt, die das auch verstehen und sogar selbst betreiben. Daher sehe ich das jetzt viel offener und auch meine Lebensgefährtin ist bis zu einem gewissen Grad schon mit an Bord. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich das abschließende Fazit gestalten soll. Es gibt eben Vorteile, die man alleine beim Survival hat, und es gibt auch Vorteile in der Gruppe. Und auch beide Bereiche haben gravierende Nachteile. Ich glaube aber, wenn man in die Geschichte schaut und sich auch reale Survival-Geschichten anschaut, dann wird man feststellen, dass eine Gruppe immer bessere Überlebenschancen hat als eine Einzelperson. Und wenn es nur 2 Personen sind, die irgendwo in der Wildnis stranden. Daher sehe ich es auch zusammenfassend für meine Situation so, ich wäre auch eher froh, in einer Gruppe zu landen oder zumindest eine zweite Person zu haben, wenn ich irgendwo in eine Survival-Situation komme. Das ist mein abschließendes Fazit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo würde ich mich ganz besonders freuen. Und wenn ihr eine Meinung habt zur Survival-Taktik in der Gruppe oder als Einzelkämpfer, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Das war's für heute. Euer Prepper Fox.